Freunde der gepflegten Spielekultur, herzlich willkommen zum ersten Teil oder zum Start unseres Tutorial-Gameplays im dritten Anlauf. Wer das Monatsupdate Januar gesehen hat, wird mitbekommen haben, dass ich schon einen zweiten Anlauf wie versprochen genommen habe. Der ist allerdings so aus dem Ruder geraten, dass von den Tutorials am Ende nicht mehr viel übrig blieb, da ich von zwei Nachbarn eingekreist war, die mir ständig abwechselnden Krieg erklärt haben. Das heißt, ich musste mich links mit einem rumschlagen, ich musste mich rechts mit einem rumschlagen, die Wirtschaft ging in die Knie. Fand ich jetzt für ein Tutorial-Gameplay ehrlich gesagt weniger interessant. Daher habe ich mir auch noch ein paar Änderungen bei den Einstellungen überlegt, die wir jetzt noch schnell vornehmen. Galaxisgröße 600 Sterne wird bleiben, Galaxistyp wird bleiben, KI-Reiche etc. pp. Wird bleiben. Bewohnbare Welten habe ich ein wenig nach oben gedreht. Was haben wir noch? Schwierigkeitsgrad Skipper, den habe ich jetzt um eine Stufe nach unten gedreht. Einfach aus der Überlegung heraus, es soll ein Tutorial-Gameplay werden, was unter Skipper funktioniert, zumindest was die Wirtschaft betrifft, funktioniert auch unter Captain und auf höheren Stufen. Es gibt mir allerdings ein bisschen mehr Freiraum, mehr zu erklären und mich weniger um irgendwelche Krisen kümmern zu müssen. Und was ich noch gemacht habe, ist die Hyperraumroutendichte noch einmal eine Stufe nach oben zu stellen auf 1,75. Einfach aus dem Grund heraus, wir hatten in unserem ersten Versuch, ich hatte es auch in unserem zweiten Versuch und ich hatte es auch in ein paar Offscreen-Spielen einfach das Problem, wenn das hier unser Startsystem ist, dass es immer hier verzweigt ist, aber es gab hier oben nie Querverbindungen. Und auf der Basis ein Reich aufzubauen, um euch irgendwas zu zeigen, empfand ich schon immer als schwierig. Insofern werde ich jetzt auf der Basis hier anfangen. Ich hoffe, es ist jeder damit einverstanden. Allerdings, wie gesagt, ich hatte das Ziel, ein Tutorial-Gameplay zu machen und kein Kriegs-Gameplay oder irgendwelche Mega-Erfolge auf hohen Schwierigkeitsgraden zu erreichen. Ich möchte schlicht und ergreifend ein bisschen was zeigen, was grundsätzlich eigentlich auf jedem Schwierigkeitsgrad funktionieren sollte. Allerdings, nachdem ich mich hier ja nicht nur mit dem Spiel beschäftige, sondern euch auch zwischenzeitlich noch ein bisschen was erzählen muss, Multitasking ist schön, aber funktioniert leider auch nicht immer. Ich muss mich ja auch mal ein bisschen auf die Tage einstellen, wo ich den Kopf nicht so frei habe, die momentan relativ zahlreich sind. Nennen wir es mal so. Okay, und an der Stelle würde ich sagen, starten wir auch direkt mal durch. Ich sehe schon, ich brauche auf jeden Fall ein zweites und vielleicht auch ein drittes Forschungsschiff. Wir sind hier relativ zentral, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn wir es schaffen, den Stern hier zu bekommen, den hier, oder nee, nehmen wir lieber mal den hier, die zwei, und hier oben vielleicht den hier, dann dürften wir eigentlich ein recht nettes Reich bekommen, wo wir auch recht gut verwalten können. Ja, an der Stelle, wie gesagt, legen wir mal direkt los. Ich schaue mir direkt erstmal die Umgebung an. Wichtig für mich grundsätzlich zu wissen, was ist im Heimatsystem los, was wird hier rumgespielt, wohin müsste ich mich als erstes ausbreiten, um möglichst viel abgreifen zu können. Ja, in der Sache werden wir jetzt auch mal das Konstruktionsschiff noch schnell zur Venus schicken. Hier Bergbau für mehr Mineralien. Bergbaustationen bauen. Ja, und dann gucken wir, was die Forschungen machen. Blauen Laser nehmen wir gleich mit. Mehr Einigkeit wäre, denke ich mal, gerade für den Anfang gar nicht mal so verkehrt. Nehmen wir auch gleich mit. Und dann haben wir hier noch plus 10% Produktion Bergbaustationen. Nehmen wir auch mit. Ich hoffe, ihr hört jetzt den Hausmeister im Hintergrund nicht, der den nicht vorhandenen Schnee irgendwie versucht, hier noch wegzuräumen. Also, wir haben schon Schnee, aber es ist keine neue gefallen. Ich habe keine Ahnung, was der Kerl gerade macht. Und dann in dem Sinne würde ich sagen, drehen wir mal die Geschwindigkeit hoch. Gerade am Anfang passiert nicht viel, damit wir möglichst schnell vorankommen. Ja, ich werde wie im ersten Versuch auch und eigentlich auch wie im zweiten Versuch, den ihr gar nicht zu sehen bekommen habt, sehen, dass sich die Folgen irgendwo zwischen 15 und 25 Minuten halten.
Ich denke, damit ist jedem gedient. Ihr müsst nicht eine halbe Stunde vor Monitor, Fernseher, Handy, wie auch immer sitzen. Sondern könnt relativ kurze Folgen mit mir zusammen genießen. Ja, das zweite Forschungsschiff habe ich jetzt mit einem Forscher bestückt, ja, der eine längere Lebenserwartung hat, genau, Lebensdauer plus 25 Jahre. Ich weiß, einzig verfügbare, und ich wollte mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht großartig aufhalten. Ja, hier haben wir gleich mal eine tropische Welt. Mal sehen, was das Forschungsschiff findet. Unser Heimatsystem werden wir gar ausbauen. Ja, und dann legen wir mal langsam, aber sicher, denke ich, los. Uns hier in der Umgebung breit zu machen. Wie gesagt, ich hoffe inständig, dass es nicht wieder ein ja, Kriegsgameplay wird. Ich wollte das Ganze eigentlich relativ friedlich abhandeln, einfach aus dem Grund. Da kann man euch doch ein bisschen mehr zeigen. Boah, nee, nicht dieses Event. Ah, nervig. Situation log updated. Also, dieses Event habe ich ehrlich gesagt langsam aber sicher hassen gelernt, muss ich sagen. Es ist extrem nervig, wenn du anfängst, ein paar ja, Spielmonate hinter dir hast, und dann taucht hier diese Kultistenflotte auf. Das ist sowas von ätzend. Kommt, schießt die Kisten gar ab. Danke. Diesmal habe ich zumindest kein Schiff verloren, das ist schon mal was. So, ihr könnt gleich mal euer Projekt hier erforschen. In der Hauptstadt schauen wir mal, was wir so haben. Da werden wir jetzt mal... werden wir erstmal auf Einigkeit gehen. Ja, ich hoffe, im nächsten Patch werden diese ganzen kleinen Bugs, diese ganzen kleinen Textbugs mal beseitigt. Das ist schon recht ätzend. Ja, unsere Kriegsschiffe kümmern sich jetzt hier um genau die Interaktion. Dadurch erfahren wir jetzt auch... wo auf der Karte sich noch alles da unten. Mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie doch ein bisschen größeren Bereich uns einverleiben werden. Also das sind die drei Punkte, die Eventreihe noch für uns bereithält. Die Eventreihe an und für sich, muss ich aber ehrlich gestehen, finde ich persönlich recht langweilig. Das Einzige, was man dazu bekommt, wenn man fertig ist, ist das Kultisten-Schlachtschiff, und das taugt ehrlich gesagt so gar nichts. Nicht einmal zur Grenzpatrouille. Und ist meiner Erfahrung nach auch noch verbuggt. Es ging zumindest mir mal so. Es ist wohl von der KI nicht abschießbar, oder es war wirklich einfach ein Bug, den ich da hatte. Stand neben einer Piratenflotte, und die Piratenflotte hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Ich konnte das Schiff allerdings auch nicht zur Werft zurückziehen zum Reparieren. Das stand da schlicht und ergreifend, und irgendwann habe ich es dann aufgelöst. Also, ja, war jetzt alles in allem nicht so wirklich berauschend. Ja, wie gehabt, was heißt wie gehabt, ihr habt sie noch gar nicht gesehen. Ich fange grundsätzlich mit Ausbreitungstradition an, einfach wegen der schnellen Entwicklungsgeschwindigkeit, wegen den geringeren Einflusskosten für Sternenbasen, die als erstes, wie auch immer, von mir angenommen werden. Als zweites nehme ich dann entweder Wohlstand, das ist eine Möglichkeit, oder ja, Harmonie habe ich auch schon mal angefangen, hat mich jetzt allerdings nicht ganz so überzeugt, oder eben Vorherrschaft. Das mache ich dann allerdings davon abhängig, was zurzeit los ist, nenne ich es mal. Ob wir schon auf KI-Gegner gestoßen sind, wie sich die verhalten und so weiter und so fort. Was mir momentan auffällt an dem Spiel, es ist ziemlich rohstoffarm. Also hier die ersten Mineralien
Energie, ein bisschen was ist jetzt momentan alles noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde. So, ich werde jetzt hier noch ein drittes Forschungsschiff holen, das sich dann um den dritten Arm hier kümmern kann. Construction online. So, was haben wir diesmal? Diesmal haben wir überhaupt nichts, was irgendwie relevant ist. Der ist 32, 43, 48. Ja, das ist sowieso schon auf Erkundung. Erkundet. Forschungsgeschwindigkeit. Ja, dann nehmen wir mal den blauen, den kann ich dann austauschen. Jo. Dann geht's als erstes. Ja, die lassen wir sein. 530 Tage braucht er echt nicht euch antun. Ja, zumindest nicht am Anfang. Aufeinandertreffen im Procyon, die Beta-Aliens. Ja, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein Sternenreich direkt in der Nähe, mit dem wir uns gleich am Anfang dann rumschlagen dürfen. Super! System charted. Initiating evasive maneuvers. So. Da haben wir wieder eine Kultistenflotte, allerdings die sind mit 153, das heißt, ich darf hier auch gleich mit Reihen aufwenden, um ja, diese Flotte zu schlagen. Anomaly detected. Kultistenflotte vernichte ich, wüsste zwar nicht mit was, aber ich bin da immer wieder froh drüber, das scheint auch noch ein Bug in die Eventkette zu sein. Machen wir es mal richtig. So, dann einmal die Tradition, um günstigere Sternenbasen bauen zu können. Dann werden wir uns hier Procyon gleich mal einverleiben. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, aber ich muss scheinbar schauen, dass ich in die Richtung mich hier ausdehne, da ich sonst hier das Nachsehen habe. System surveyed. System surveyed. So, ja, lauter Energie. Alles Energie, aber kaum Mineralien. Das ist was, das freut mich überhaupt nicht. Construction online. Ja, dich werde ich jetzt mal hier runterschicken, dass du dich mal hier umschaust. So, den kann ich dann auch auf einem kurzen Weg hier durchjagen. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass wir die Chance haben, uns hier festzusetzen. Also ich gehe mal davon aus, dass das Heimatsystem von diesen Beta-Aliens irgendwo hier in dem Bereich ist. Und ja, dadurch sind wir dann im Prinzip schon gezwungen hier... Ah ja, da sind sie auch schon, denke ich mal. Ja, wir wollen ihnen natürlich nichts Böses. Ja, das sind sie. Direkt nebenan. Es ist unglaublich. Wir sind gerade mit zwei Systeme Abstand. Das heißt, es werden wahrscheinlich Kandidaten werden, die uns ziemlich auf den Sender gehen. Wo wir auch, so wie es aussieht, den ersten Krieg führen werden. So, weil jetzt die Forschung wieder da ist. Ich habe jetzt zwei interessante Forschungen hier zur Verfügung. Einmal die Wachstumsgeschwindigkeit, einmal Nahrungsproduktion. Ich nehme jetzt erstmal die Nahrungsproduktion, weil die anfangs mehr Schwierigkeiten macht. Wenn ich mehr Leute habe, aber schlechte Nahrungsproduktion, ist es schlecht. Wenn ich eine Nahrungsproduktion habe und dann die Leute im Nachgang erst nachwachsen, bringt mir das unterm Strich eigentlich eher was. Ist einfach ein Rechenexempel, Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Die Leute oder die Nahrung? Ich entscheide mich da in der Regel immer für die Nahrung.
da ich mir da grundsätzlich leichter tue. So, hier haben wir schon mal gute interne Verbindung. Hier geht auch nichts raus. Auch das scheint hier ein Sackgassensystem zu sein. Auch das hier scheint ein Sackgassensystem zu sein. Das ist sehr schön. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil dann könnten wir hier dicht machen, dann gehört uns der ganze Raumbereich hier unten. So, hier bauen wir jetzt mal ein Holotheater. Für die Dienstleistungen ist das Ding einfach Gold wert. Da kann man sich einige Stadtdistrikte sparen, da die so viel Dienstleistungen am Schluss überhaupt nicht produzieren, wie dieses eine Gebäude. Also Pause sollte ich vielleicht auch mal rausnehmen. Ich wundere mich schon, warum sich hier nichts tut. Das System hier brauchen wir auf jeden Fall auch. Mal gucken, ob wir uns hier unten dann noch irgendwie festsetzen können. Das wäre natürlich genial. Construction online. Jetzt holen wir uns erstmal noch das hier. Schauen uns mal die Planeten an. Der hier ist zu gar nichts zu gebrauchen, effektiv. Der hier wäre eine halbwegs vernünftige Energieplattform. Und der tropische hier wäre auf jeden Fall eine richtig geile Energieplattform, Generatorwelt. So, hier machen wir zu. Construction online. Ei, was geht denn hier alles ab? Situation log updated. So, System charted. ja, kleine Planänderung hier. Wenn der fertig ist, dann macht er nach links weiter und guckt sich mal die Verbindungen Construction an, online. die es hier so gibt. Wie gesagt, hier geht nichts nach außen. Das heißt, der Raumbereich würde uns gehören, sobald wir hier dieses System zugemacht haben. Dann müssen wir jetzt auch mal anfangen, unsere Wirtschaft richtig zu pushen. Die können sich wegen mir nach da hinten ausbreiten. Das ist mir relativ egal. Wenn sie jetzt uns am Anfang meinen Krieg erklären zu müssen, werde ich sie wohl oder übel aus dem Raum fegen müssen. Anomaly detected. Ja, Rivalität. Das ist natürlich immer toll. Was seid denn ihr für Kasper? Fanatisch, egalitär? New technology discovered. Stopp, Pause. Und Militaristen und was habt denn ihr alle? Ihr habt ein Problem, dass wir autoritär sind. Ihr habt ein Problem, dass wir eine Oligarchie sind. Ne, die sind eine Oligarchie. Ich dachte, die sind eine Demokratie. Bürgerrepublik. Ah ja. Ja, wie auch immer, Grenzkonflikt, neuer Kontakt, Sklavereirichtlinie, Rivalen. Na, das machen wir jetzt dann auch gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Wird auf jeden Fall spannend. Momentan ist er noch ebenbürtig. Man könnte natürlich jetzt spaßeshalber anfangen, die gleich platt zu machen, dann haben wir Problem weniger. Ja, ich habe jetzt einmal die Forschung für mehr Mineralien genommen, einfach aus dem Grund raus, es sind wirklich relativ wenig Mineralien hier. Also ich habe hier mal 4, ich habe da mal 4 und ich habe da mal 7 und ansonsten habe ich gar nichts gefunden. Das ist jetzt nicht wirklich eine Wucht, die wir da zur Verfügung haben. Insofern brauchen wir da natürlich alles, was sich irgendwie finden lässt. So, hier werden wir auch erstmal die ganzen Kreuzungen untersuchen. Nee, anders. Du, du und dann hier rauf. Denn ich denke mal, das wird noch zu dem Stern hier führen und dann ist Feierabend. Da wird sonst nichts mehr weiter sein.
Ja, und an der Stelle würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal ein Päuslein und einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Tutorial-Gameplay wird endlich die Erwartungen von euch und auch die von mir da reingesetzten erfüllen. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bisher für euch ist, ob ich da irgendwo zu schnell drüber gehe oder nicht. Und dann, ja, werde ich es versuchen, in den nächsten Folgen zu ändern, die dann nach der Blockaufnahme, wo ich heute mache, ja, kommen werden. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video. Euer Sesam.